Ja, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Daniel Gressbach, Multiunternehmer und bin heute zu Gast in Tauberbischofsheim bei einem unserer neuen Mitglieder in unserer Gruppe, der Keller mit Ausblick Fulfillment Werbeagentur. Du kannst dir sicherlich denken, dass ich seit vielen Jahren, wenn ich zurückblicke, seit 20 Jahren im Unternehmertum unterwegs bin. Und ich habe natürlich die letzten 20 Jahre sehr viel mit Marketing und Vertrieb zu tun gehabt. Für mich gehören Marketing und Vertrieb sehr zusammen. Ich würde sogar sagen, das sind zwei Bereiche in einem Unternehmen, die müssen heiraten. Und ich habe vielerlei Marketingaktivitäten schon praktiziert, egal in welcher Branche ich unterwegs war. Was ich jedoch noch nie hatte, war eine Fulfillment-Agentur. Ich habe immer mit unterschiedlichen Trägern gearbeitet, das heißt mit Agenturen, die sich auf A, B oder C spezialisiert haben. Jedoch hatte ich noch nie einen Ansprechpartner und alles aus einem Haus bzw. alles aus einer Hand. Und deswegen freue ich mich heute, euch eine geniale Lösung, ein geniales Unternehmen ja an die Hand geben zu können mit vielen geilen Inputs, viele Inspirationen, viele Möglichkeiten. Also ja, bleibt dran und sei gespannt. Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Michael Keller, glücklicher Vater von zwei Kindern. Ich habe die Agentur vor über 25 Jahren gegründet und habe heute den Daniel bei mir zu Gast. Die Agentur hat damals sich schon im digitalen Bereich gegründet. Websites und E-Mails waren damals ja noch ganz neu für Unternehmen. Heute das Normalste der Welt, Printbereich stark nach hinten gedrängt. Jetzt ist ja Marketing ein sehr vielschichtiger Bereich. Und du kannst ja selber nicht der Schwarzgurtträger in jedem Bereich sein. Wie setzt sich denn die Agentur in den einzelnen Positionen zusammen? Wir sind eine echte Fulfillment-Werbeagentur. Wir haben alle Abteilungen bei uns im Haus. Unser schlagkräftiges Team setzt sich zusammen aus Konzeptern, Textern, Programmierern, Editoren, Videografen, Fotografen, Social-Media-Spezialisten und Kaufleuten. Wir erarbeiten maßgeschneiderte Ideen für unsere Kunden und setzen die dann auch professionell um. Unsere Kunden schätzen es sehr, individuelle Lösungen von uns zu bekommen. Alles, was wir tun, ganz nach dem Credo, wir bringen Marken zum Strahlen. Full Service, was genau steckt dahinter? Bei uns bekommen die Kunden alles aus einer Hand. Ich will es dir kurz an einem Beispiel erklären. Ein familiengeführtes Unternehmen hat zwei Unternehmen und will diese fusionieren. Klar, dass jetzt die beiden Marken, die es vorher gab, zu einer Marke verschmelzen müssen. Diesen Prozess durften wir von Anfang an begleiten. Wir haben im Rahmen eines Markenworkshops eine neue Kommunikationsstrategie erarbeitet und beide alten Marken in eine neue überführt. Das Corporate Design wurde neu entwickelt. Wir haben auf der Messe in Hannover einen komplett neuen Messestand kreiert, der dann das neue Logo erstmals der Öffentlichkeit gezeigt hat. Wir werden demnächst die neue Website launchen und dann ist das Projekt vollendet. So wollen wir den Weltmarktführer in das richtige Licht rücken. Lieber Michael, lass uns mal über Websites sprechen. Für mich hatte eine Website bisher in meinem Leben nur eine zentrale Aufgabe, als Visitenkarte zu dienen. Als ich vor 20 Jahren begonnen habe, brauchte man einen Telefonbucheintrag. Ja, in den letzten Jahren war es völlig normal, dass man eine Visitenkarte braucht und diese hat die Aufgabe, Leads zu generieren. Jetzt können die Websites, die man hier in der Agentur kreiert, deutlich mehr. Richtig, Daniel. Beispielsweise hat ein Weltmarktführer, ein über 20-jähriger Kunde von uns, ein eigenes PIM-System. Das ermöglicht es uns, dass quasi die Inhalte zentral bei dem Kunden gepflegt werden und über eine Schnittstelle in die Website übertragen werden. Dadurch hat der Kunde viel weniger Pflegeaufwand, weil er pflegt nur an einer zentralen Stelle. Fehler sind damit praktisch ausgeschlossen. Des Weiteren wird heute der Recruiting-Prozess, nämlich die Bewerbung über die Webseite, auch über externe Tools abgebildet. Wir bauen die entsprechende Schnittstelle von der Webseite in das Tool, mit dem er seine Bewerbungen managt. Die Webseite ist auch der stille Verkäufer. Sie arbeitet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Sie ist niemals krank und macht nie Urlaub. Nicht nur Webseiten können verkaufen, sondern natürlich auch Online-Shops. Und die programmieren wir von der Pike auf. Und auch bei den Online-Shops ist es natürlich so, dass die Bestellung nicht einfach nur als E-Mail beim Kunden aufschlägt, sondern direkt in der Warenwirtschaft. Wir programmieren die Online-Shops ganz kundenspezifisch auf dessen Corporate Design.
Sowohl bei Webseiten als auch bei Online-Shops erreichen wir mit einem individuell programmierten Konfigurator weitere Vorteile für den User. Meine Oma hat mal zu mir gesagt, wenn du irgendwas wissen willst, gehst zum Dorfältesten. Zu meiner Zeit würde ich eher sagen, ich habe in den Duden geschaut oder in den gelben Seiten gesucht. Heutzutage, meine Kinder, deine Kinder googeln, wenn sie irgendwas wissen wollen. Wie geht man hier in der Agentur mit dem Thema googeln und Suche in Google um? Wir haben zum Beispiel für einen langjährigen Kunden, der in der Produktion von Maschinen tätig ist, der hat eine Maschine zur Maskenproduktion entwickelt während der Corona-Zeit und die musste natürlich ganz schnell am Markt bekannt werden. Wie haben wir das geschafft? Wir sind da zweistufig vorgegangen. Wir haben zunächst eine SEA-Kampagne gemacht und während die SEO-Maßnahmen die ersten Früchte getragen haben, konnte dann nach ganz kurzer Zeit die SEA-Kampagne auch schon beendet werden. Die SEO-Kampagne hat nach relativ kurzer Zeit super gerankt. Wir waren meistens auf Platz 1 oder 2 auf der ersten Seite und nach wenigen Wochen war die erste Maschine verkauft. Darüber hat sich nicht nur der Kunde gefreut, sondern natürlich auch wir. Michael, jetzt hast du vorhin von Weltmarktführern gesprochen. Wer ist denn ein typischer Keller mit Ausblickkunde? Das können beispielsweise Startups sein, die bei Höhle der Löwen vor Dagmar World gepitcht haben, über Mittelständler bis hin zu Weltmarktführern wie Wirt. Die schätzen es sehr, wenn sie einen Ansprechpartner haben und alles aus einer Hand bekommen. Bei uns sind sie alle gut aufgehoben. Man liest die Schlagzeile im Netz immer wieder, dass Unternehmen, die sich heute nicht um Sichtbarkeit kümmern, morgen nicht mehr am Markt existent sind. Michael, wie sieht es denn deiner Meinung nach aus mit TikTok, LinkedIn, Meta und anderen Netzwerken? Meiner Meinung nach ist es extrem wichtig, die von dir angesprochenen Kanäle mit dem richtigen Content zu bespielen. Das ist genau das, was die Community erwartet, regelmäßiger Input. Das ist auch in doppelter Hinsicht wichtig, nämlich nicht nur im Bereich von Produkten verkaufen oder Dienstleistungen verkaufen, sondern auch für die Arbeitgebermarke und damit auch das Recruiting. Nur so hat man auch in Zukunft eine reelle Chance am Markt. Wir Deutschen sind ja Weltmeister im Entwickeln von Produkten und Dienstleistungen. Und jedes Produkt, jede Dienstleistung braucht am Ende des Tages die richtige Verpackung. Wenn wir mal die Praline, die Schokoindustrie als Beispiel nehmen, dann habe ich hier das Produkt und ich habe darum eine Umkarton, ich habe vielleicht ein Inlay und ich habe noch ein Zellophan drumherum, vielleicht eine schöne Bordüre. Michael, was habt ihr hier in der Agentur schon für Lösungen entwickelt? Wir entwickeln zum Beispiel stylische Verpackungen für Thermoskannen oder auch Kartons für Schrauben von Bauhaus. Wir verpacken LED-Lampen für schwere Einsatzgebiete, zum Beispiel Feuerwehren oder auch Fastnachtskostüme von Bob der Baumeister und selbstverständlich die von dir angesprochenen Pralinen. Und was hat es jetzt damit auf sich? Das ist eine exklusive Einladung zum 50. Geburtstag eines Unternehmers. Er ist leidenschaftlicher Golfer und natürlich darf der richtige Golfball, den er immer spielt, nicht fehlen. Ja, an dieser Stelle, lieber Michael, vielen Dank dir und deinem Team für die Möglichkeit, die vielen Einblicke. Lieber Zuschauer, schön, dass du bis zum Ende des Videos mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, aktiviere gerne die Glocke und lass das Abo da. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal vielen Dank. Ja, prima. Dann hätten wir es für heute, gell? Ja, stopp, Moment. Jetzt probieren wir erstmal noch die Pralinen. Ah, ja, klar.